Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Dienstag in dieser Woche, vor wenigen Tagen, haben viele Menschen den Tag genutzt, um gegen antimuslimische Gewalt und antimuslimischen Rassismus aufzustehen. Am Dienstag war nämlich der 5. Todestag von Marwa El-Sherbini, die vor 5 Jahren in Dresden ermordet wurde im Landgericht, von einer Person, die gegen Musliminnen und Muslime gehetzt hat, die vorher auch schon Marwa El-Sherbini bedroht hat, beleidigt hat. Und ich finde, das zeigt auch noch mal sehr deutlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, welches Problem wir eigentlich beim Phänomen Rassismus haben, aber auch, dass antimuslimischer Rassismus in unserer Gesellschaft zunimmt, nicht nur in der Gesellschaft, sondern eben auch zunehmend von Neonazis, von Rechtsextremisten als Propagandathema genutzt wird. Das haben wir zuletzt bei den Kommunal- und Europawahlen ja erlebt. Das finde ich sehr erschreckend. Aber der Mord an Marwa El-Sherbini zeigt eben auch, Rassismus tötet. Und das muss man so klar benennen, dass rassistische Einstellungen in der Gesellschaft eben auch Auswirkungen darauf haben, dass Neonazis Gewalt benutzen gegen andere Menschen, die eben nicht in ihr Weltbild passen, nicht in das rechtsextreme, menschenverachtende Weltbild passen, und dass solche rassistischen Stimmungsmachen in der Gesellschaft eben auch dazu führen können, dass Neonazis das als Legitimation für Gewalt nutzen. Das haben wir beispielsweise auch in Solingen vor 20 Jahren erlebt, als es den Brandanschlag gegeben hat. Und das macht nochmal so deutlich, wie wichtig es ist, dass wir gesellschaftspolitisch uns auseinandersetzen müssen mit Rassismus, mit menschenverachtenden Einstellungen in der Gesellschaft, um Rechtsextremismus und rechtsextremer Gewalt insgesamt auch entgegen- und bekämpfen zu können. Wir wollen mit diesem Antrag, und das finde ich ist fast oder eines der wichtigsten Punkte, wir wollen, dass es eine eigene Statistik für die antimuslimischen Straftaten gibt. Bisher ist es so, dass in der politisch motivierten Kriminalitätsstatistik rechts, in der PMK, die Hasskriminalität ja aufgeführt wird. Unter der Hasskriminalität fallen Straftaten, die aufgrund von antisemitischen Einstellungen beispielsweise begangen werden oder gegen Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder gegen Menschen mit Behinderung. Was bisher nicht erfasst wird, sind die Straftaten gegen Musliminnen und Muslimen. Dazu wollen wir eine eigene Erfassung erreichen. Auf Bundesebene, die IMK, die Innenministerkonferenz, hat in den letzten Jahren immer wieder dagegen gestimmt. Es war keine bundeseinheitliche Regelung möglich. Aber wir haben gesagt, wenn das nicht der Fall ist, wenn wir das nicht schaffen, oder wenn Herr Jäger, die Landesregierung, das nicht schafft in der IMK, dann wollen wir, dass Nordrhein-Westfalen eine eigene Erfassung der antimuslimischen Straftaten in Nordrhein-Westfalen einrichtet. Wir sind das Land mit den meisten Musliminnen und Muslime, und deshalb ist eine solche Erfassung für NRW auch so wichtig. Auf den Alltagsrassismus bin ich schon eingegangen. Wenn wir über Kriminalstatistiken, über polizeiliche Statistiken reden, muss man auch ganz klar sagen, diese Statistiken können nicht die Dimensionen von Alltagsrassismus in seiner Gänze abbilden. Aber diese Statistiken sind trotzdem wichtig, auch obwohl es eine Dunkelziffer gibt. Auch das muss man hier ansprechen. Die Statistiken sind leider nicht frei von einer Dunkelziffer, weil Straftaten nicht angezeigt werden, weil die Opfer das nicht immer zur Anzeige bringen, aus den unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, genau hier brauchen wir eine verstärkte Zusammenarbeit von Polizei und den Opferberatungsstellen, die wir ja von Rot-Grün eingerichtet haben. Aber es gibt auch eine Dunkelziffer, weil nicht alle Straftaten, die rechtsextremistisch oder rechtsextrem motiviert sind, als solche erkannt werden bzw. den Tätern eine solche Motivation nachgewiesen werden kann. Es gibt immer wieder die Diskussionen über die Einordnung von Morden, die durch Neonazis begangen werden. Wir hatten gestern über Dortmund diskutiert. Mehrere Morde sind da ja genannt worden, die von Neonazis begangen wurden, aber nicht als solche, als rechtsextremistische Motivation eingeordnet werden, auch von den Gerichten so nicht eingeordnet wurden. Und hier hilft uns, glaube ich, ein Stück weit die Statistik des Innenministeriums zur Allgemeinkriminalität durch Neonazis. Aber es zeigt eben auch deutlich, dass es eigentlich auch eine Überarbeitung des Themenfeldkatalogs PMK Rechts geben muss. Das ist eine Empfehlung aus dem NSU-Untersuchungsausschusses in Berlin, was von allen Fraktionen fraktionsübergreifend auch so beschlossen wurde. Solche eine Überarbeitung brauchen wir gemeinsam mit Zivilgesellschaft, mit Wissenschaft. Und das fordern wir auch hier in diesem Antrag. Ich will aber noch eins sagen, die PMK Rechts, diese Statistik, wie gesagt, eine Polizeistatistik,
kann nur Anhaltspunkte bieten darüber, wie die Lage in Nordrhein-Westfalen, wie die Lage bundesweit von Neonazis und die Entwicklung aussieht. Aber es ist trotzdem wichtig, es ist wichtig für die Einschätzung und es ist auch wichtig für die Arbeit vor Ort. Viele von uns erleben das ja, dass wir uns vor Ort gegen Rechtsextremismus engagieren, aber gerade Bürgermeisterinnen und Bürgermeister das nicht so gerne sehen, wenn man darüber redet, dass es ja hier auch rechtsextreme Probleme in den Orten jeweils gibt. Und da kann so eine Statistik eben auch Hilfe bieten, wenn man das vor Ort ansprechen will. Wir wollen in diesem Antrag, das steht da drin, aber auch da erreichen, dass es einen institutionalisierten Austausch gibt von mobilen Beratungen. Teams in den 5 Regierungsbezirken mit der Polizei, das haben wir jetzt auch schon angestoßen. Ich glaube, dass das noch mal sehr stark dazu verhelfen wird, dass wir eine bessere Einschätzung über die Lage, über die Entwicklung in Nordrhein-Westfalen erreichen. Und insofern ist das ein sehr guter Antrag, meine ich, und ich freue mich auf eine breite Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau